Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute verrückt, wir sind mies im Stress. Ich bin hier gerade bei Khalil, wir müssen noch Youssef abholen und Keanu. Wir fahren heute nach Köln auf eine Privatparty vom Goldman Tower. Khatas Studioeröffnung. Es wird verrückt, Youssef legt da heute auf. Heute wird verrückt, Leute. Wer heute nicht bis Ende guckt, tut mir leid. Wir sind fully tripped out. Ja? Ich würde sagen, los geht's! Wir sind jetzt bei Keanu angekommen. Machen uns jetzt ready und dann holen wir Youssef ab und dann gibt's noch Köln. Köln. Ich mag Köln eigentlich nicht. Ich finde es irgendwie eine langweilige Stadt, aber sorry. Frankfurt besser. Sorry, sage ich. Sorry. Outfit von Keanu ist clean. Heute gekoppt. Uff! Heute gekoppt. Ja. Khalil. Uff! Uff! Wie immer. Uff! Uff! Musterschwiegersöhne. What are those? Damn. Schwer. Guck mal, wie süß er ist. Willkommen im Zimmer eines DJs. Ups, Duftsammlung geleakt. Okay, Juppies Outfit. Super. Ich bin bereit. All white. Ich bin bereit. Blau. Bist du bereit? Bist du bereit, heute auseinanderzunehmen? Ja? Ich bin gespannt. Ja. Okay. Hauptsache haben wir Spaß, oder? Ja. Okay, Leute, wir fahren auf jeden Fall jetzt los. Und ich melde mich, wenn wir da sind, wenn ihr keinen Bock drauf habt, zu vloggen, ein bisschen chillen und so. Jo, ich melde mich, wenn wir da sind. Tschö. Okay, Freunde, wir sind jetzt in Köln angekommen. Wir haben jetzt geparkt in einem Parkhaus. Hallo. Wir sind die Jungs. Ich habe mir geschworen, ich fahre niemals in meinem Leben Aufzug in einem Parkhaus. Ich bin durch die Treppen gegangen. Ja, wir sind jetzt hier am Start. Ich würde mal sagen, turn up! Also wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Goldman Tower. Es ist komplett Film, wirklich komplett crazy. Crazy, crazy. Was sagst du dazu, oder? Wir sind Dings, Contra K, 0,9 von SSEO. Bro, ich bin so im Film. Ey, komplett crazy. Komplett crazy. Ich sag euch, es ist einfach crazy. Neben mir ist gerade Wastel am Aufnehmen. Hier ist Dings. Hier ist das drin, was ich meinte. Dritten Stock. Mitten in Köln. Einfach sexy. Einfach sexy, Mann. Also, Jungs, ich komme nicht klar. Also, guck mal. Jetzt nur mal so: Wir kommen aus dem Westerwald, okay? Wir kommen aus dem Dorf. Für mich ist das Ganze für uns alle, ich spreche für uns alle, ist das Ganze hier geisteskrank. Also. Halt's mal, es ist geisteskrank. Ich stand gerade mit Wastel im Studio, wisst ihr? So, es ist behindert. Also, ich komm da drauf nicht klar, aber du? Nein, ist schwer. Du? Ja, du sowieso, dir ist eh egal, aber du? Nein, ne? Nein. Wie heißt du? Richtig. Zoe. Keke. Ja. Die Leute. Lage von 1 bis 10. Du was? Also, aufgeregt von 1 bis 10? Aufregung. Aufregung. Ich sag dir ehrlich, ich bin low-key am Chill. 4. Bei mir ist es eine 9. Bei mir ist es eine ganz klare 9. Ja, Kona. Ja, ich sag's dir. Stresslevel 100, alles ist angeschlossen. Youssef, bist du bereit? Ja, also du musst eigentlich hier den Boy fragen, ob alles in Ordnung ist. Alles angeschlossen, alles neu. Ich bin gespannt auf heute Abend. Wir sind ready. Sagen, was wir mit dem. Willst du mal kurz vorstellen? Wir machen hier was für YouTube. Okay. Oh, hey. Was geht, Alter? Ich bin mal fucking CEO to CB. Okay.
Auf jeden Fall, wir drehen heute was für YouTube. Bin gespannt, was heute wird. Was hier passiert, also... Wastel sagt einfach, deine Augen sind schön. Wie sieht der aus? Der gesundeste Typ in diesem Film. Der gesundeste? Glaub mir, das ist der ungesundeste. Gestern und heute. Ja! Boah, die haben ja einfach Süßigkeiten. Check das, einfach Süßigkeiten. Das ist nicht normal, Bruder. Aber so Süßigkeiten. Aber auch so gut beleuchtet. Voila sogar. Dein ganzer Mund riecht nach Cola, Bro. Bruder, mein Zimmer ist nicht mal so gut beleuchtet. Ey, mein Zimmer ist nicht mal so schön wie dieses Studio. Das ist das alte Enno-Studio und hier kommt jetzt ein Tattoo-Studio rein. Tattoo-Studio, sehr interessant. Paradies. Hier sehe ich mich. Hier sehe ich mich. Okay, Leute. Ich habe zwar schon ein Biss genommen. Geisteskrank. Mhm. Film das? Film. Wir haben Äpfel gegessen. Hält das immer noch nicht? Wow. Danke, Steffi. Danke. Ich mach das jetzt einfach ein Tattoo. Wieso nicht? Ja, alles klar, dann. So, was sagst du dazu? Soll ich mir auch ein Tattoo machen? Willst du dir mein Logo tätowieren? Nein. Wie viel Geld würde ich dafür bekommen? Gar nichts. Ja, dann nicht. Schade, mein Versuch wert. Aber ich überlege mir das auf dem Arm zu lassen. Kennst du Pamela Anderson? Die hat das auch und ich war im Karneval als Pamela Anderson verkleidet. Ich dachte, das ist was Besonderes und willst nicht die anderen nachmachen. Doch schon, die ist schon cool. Hast du mal die Du bist so ein Schwein, Mo. Ja, oder? Zeit ist so, was soll ich euch sagen, Leute? Der Mo ist schon nervig, oder? Ah, ich finde ihn ganz nett. Ich finde euch alle ganz nett. Ich finde mich ganz nett, Jungs. Ich bild dir mal nichts drauf ein. Ich soll mir nichts drauf einbilden, aber ich finde mich nett. Der Junge ist krank. Der Junge ist, der ist bescheuert. Also, was soll ich sagen? Wunder sogar. Ich weiß auch nicht. Ja, egal. Ja, einfach, der Mo lässt sich jetzt einfach gerade ein Tattoo machen. Was soll ich dazu sagen? Wer bekommt Schigi? Nochmal? Wer wollte Schigi? Ich glaube, Schigi ist auf Toilette. Auf Lock, Leute. Ein kleines Tattoo geht immer. Es ist einfach eine Sucht. Was soll ich euch sagen? Sorry. Sorry, aber ist so. Der Typ ist krank, Walla. Jo.
Turn something negative into something positive. Ich hab kurz Justus seinen Job übernommen. Hittet? Hittet etwas. Hittet sehr. Also sieht hier einfach Loki besser aus als bei mir zu Hause. Das ist doch schwer. Es ist einfach, es ist ein Studio, aber es sieht einfach sexy aus. Es sieht so sexy aus. Heute ist schon wieder so viel passiert. So, ich war mit Wasted im Studio, Ratar ist da, ich habe mir ein Tattoo gestochen. Sag mir ehrlich, wer ist so behindert und bringt so einen krassen Content wie wir? Sag mir ehrlich, wer? Es gibt niemanden. Niemanden? Hä? Hallo? Lass mal ein Abo da. Please don't stop the music. Also, ich sitze jetzt hier kurz in einem Studio, keine Ahnung wo, kurz klarzukommen. Wer mir auf Instagram folgt, sieht das. Wir sind hier mit Rata, Wastelister, Paschanim kommt vielleicht noch, Kalim vielleicht auch noch. Es ist crazy, was hier gerade abgeht. Wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, ihr würdet sehen. Ich will nicht so aufdringlich sein. Also ich bin ehrlich, Leute, ich kann das einfach noch nicht so. Bei so Leuten, die wirklich so krank im Business sind, wisst ihr, was ich meine? So hinzugehen und sagen, hey, so bla 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 für YouTube und so, dies, das. Ich habe einfach nicht die Eier dazu. Auf jeden Fall, trotzdem sehr cool. Ich danke Chata, vielleicht wirst du es sehen, für die Einladung, dass wir hier auflegen dürfen. Ist sehr crazy. Das Ganze habe ich auch einfach nur Yusuf zu verdanken, dass wir hier sind. So, ich habe hier mit gar nichts zu tun. Das sind nicht meine Connections, aber trotzdem crazy. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür. Ihr versteht mich, diese Frau, die wichtigste Frau des Abends, ja? Die hat mich heute versorgt mit meinem Döner, super. Döner macht schöner. Genau. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also wir sind halt hier in so einem abgesperrten Raum, so wo wir halt rauchen können. Wir rauchen hier schon den ganzen Abend und mir ist gerade aufgefallen, da ist einfach ein Rauchmelder. Oder ist das ein Rauchmelder? Das ist ein Rauchmelder, oder? Kann aber auch ein Feuermelder sein, Bruder. Schreibt mal in die Kommentare, wenn jemand weiß, was das ist, so hier so. Was ist das? Also ja, für mich sieht es aus wie ein Rauchmelder. Machen, haben die das auch geklebt, ne? Ja. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Es kam zwar nicht so viel Content von mir, wie ich geredet habe und dies und das, aber ich habe euch so ein paar Einblicke so in das Studio gemacht. So Studio, Flur von Yusuf. Es war all in all ein geisteskranker Abend. Wir haben geisteskranke Leute kennengelernt wieder. Es war unbeschreiblich, korrekt von Goldmann, korrekt von allen. Die sind alle übelst die Herzensmenschen. Ja, was soll ich euch sagen? 10 von 10. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Checkt die Links in der Bio ab, weil da sind sehr viele Leute verlinkt, die auch im Video zu sehen sind, die auch lustig waren. Ihr versteht, was ich meine, ja. Wenn du bis hierhin geguckt hast, ist einfach eine geile Sau. Ja. Auf Lock. Das war's mit dem Video.